Moin! Moin! Wir sind Kathi und Flo von Vanarang.de und wir wohnen seit 1,5 Jahren in unserem selbst ausgebauten Camper, dem Jean. Und vor etwa 2 Wochen haben wir beschlossen, aus unserem Wohn auch ein Reisemobil zu machen und sind damit jetzt gerade in Norwegen. Genau, und aktuell sind wir in Südnorwegen. Gerade stehen wir in einem wundervollen Wandergebiet im Skrelia. Das Gebiet heißt Skrelia und es ist traumhaft schön hier. Und wie wir hierher gekommen sind und was wir bis dahin erlebt haben, das seht ihr jetzt. Also bleibt dran. Da, ich weiß nicht, ob man es erkennt, aber hier da oben sind so 2 weiße Rollen. Die sorgen dafür, dass dieser Hebel vorne richtig einrastet, wenn man die Tür zuzieht. Und einer davon hatte sich gelöst und hatte dann quasi gesperrt. Naja, so ging dann die Tür nicht mehr richtig zu. Also es passte immer noch ungefähr einen Daumen dazwischen. Uns jetzt eben gerade drum gekümmert und jetzt geht es zum ja auch Glück. Wieder. Und jetzt können wir wandern gehen. Genau. Tudum. Ein Satz mit X, das war wohl nix. In der Tat. Ja. Die Tür geht schon wieder nicht. Da kann man nur noch lachen, so traurig ist das. Ja. Am nächsten Tag funktioniert die schon wieder nicht, ging nicht auf. Also haben wir 2 Werkstätten aufgesucht und in einer Werkstatt konnten wir ein Ersatzteil für die Slide, für die Schiebetür-Slide bestellen. Genau, und weil hier heute Feiertag ist, müssen wir da bis morgen warten. Und deswegen haben wir uns auf einem schönen kleinen Campingplatz einquartiert. Genau, um die Zeit ein bisschen zu versüßen. Genau, und ja, haben wir ganz gut getroffen hier, würde ich mal sagen. Ne? Zeigen wir euch mal. Wir sind gerade am Wandern und zwar geht der Wanderweg direkt von unserem Campingplatz in der Gemeinde Kongsberg ab. Genau, und wir sind hier irgendwie ganz alleine und Flo wittert schon irgendwelche Elche, weil hier schon irgendwie so Köttel rumliegen und hat schon mal gerade geschaut, was man tun muss, wenn ein Elch kommt und wir sind ja scheiße in der Sackgasse. Naja. Und da geht's weiter. Ach so, okay. Also, was muss man tun, wenn ein Elch kommt? In Embryonalstellung zusammenkauern, auf den Boden werfen und um Leibeskräfte kreischen. Nee. Schnitt! Wenn es wohl ein männlicher Elch ist, ne, dann soll man sich einfach ruhig verhalten. Und der guckt dann ein bisschen interessiert und verliert irgendwann das Interesse und haut dann wieder ab. Wenn es ein weiblicher Elch ist, die dann auch noch ein paar Jungtiere mit dabei hat, dann ist Obacht geboten. Dann sollte man sich langsam wieder verziehen und wenn man merkt, dass die so den Kopf senken, die Ohren anlegen, die Nackenhaare aufstellen und sich vor Hunger schon die Lippen ablecken, dann spätestens sollte man laufen. Gut, ja, dann wissen wir jetzt Bescheid. Flo hat recherchiert und ist top ausgestattet. Soll ich das mit der Embryonalstellung mal vormachen? Nein, da kommt jetzt auch niemand. Ach so. Gleich neben unserem Campingplatz haben wir einen Spot gefunden, der besonders Katis Herz höher schlagen lässt. Was es genau ist und was man da machen kann, kann sie euch ja mal erklären. Yeah, naja, was heißt neben dem Campingplatz? Es ist auf dem Campingplatz, hat der Besitzer hier zurecht geschustert. Und zwar ist hier ein kleiner Wasserfall und man kann hier runterrutschen, die Steine runterrutschen und danach, wenn man runtergerutscht ist, kann man sich hier mit den Seilen wieder hochziehen. Eigentlich wäre das total was für mich und ich hätte richtig Bock drauf, aber der Wasserstand ist noch zu hoch. Das geht erst in einem Monat oder 2 Monaten, sagt mir der Besitzer. Das heißt, jetzt ist das Wasser noch zu wild, aber sehr cool. Jetzt klatscht man da unten auch gegen die Steine oder so. Wahrscheinlich, ja. Naja, wir lassen es lieber und freuen uns für die anderen, die es hier machen können im Sommer. Genau, wir gucken jetzt einfach noch ein bisschen. Auch hier in Kongsberg macht das Glück nicht vor uns Halt. Wir haben wieder ein tolles Schmuckstück für den Kleinanzeigenmarkt gefunden. Es handelt sich dabei um ein altes Fahrrad.
Ja, wie bei dem Motor, den wir schon gezeigt haben in der alten Folge, braucht es ein bisschen Liebe und vielleicht ein bisschen Rostschutzfarbe, aber ja, wir werfen einfach mal so als Startgebot 25 Euro in den Raum. Da kann man dann auch für 5 Euro ein bisschen Rostschutzlack dazu kaufen und hat ein super Fahrrad. Das kann man bestimmt mit so einem ganz klein bisschen Aufwand auch noch in E-Bike verwandeln und dann hat man wirklich einen Schnapper gemacht. Für 25 Euro ein E-Bike, hallo? Na gut, aber jetzt zeige ich erstmal, worum es geht. So, da haben wir das gute Stück. Also es ist jetzt hauptsächlich der Rahmen, aber da kann man bestimmt was draus machen. Also ein bisschen hin und her gebiege und dann Räder dran machen wieder. Und wie gesagt, Rostschutzlack, zack, fertig ist die Laube. Was sagst du? Ja, super. Gut, da ist das Teil endlich. Wir haben auch schon die Schiebetür aufgemacht und aufgebockt, damit wir sie losschrauben können. Und jetzt machen wir uns an den Einbau. Hoffentlich klappt's. Drückt uns die Daumen. Na, wenn die das schauen, dann ist es sowieso zu spät. Stimmt. Dann hoffe ich, ihr habt die Daumen vorher gedrückt. Keine 70 Stunden später ist das Meisterwerk vollbracht. Die Tür geht wieder. Und meine reizende Assistentin wird das jetzt einmal vorführen. Da ist sie auch schon. Didi. Achtung, Achtung. Trommelwirbel. Die Tür ist zu. Und jetzt geht sie auch wieder auf. Ja, bitte hoffentlich. Gott. Juhu. Finally. Hoffen wir, dass es diesmal hält. Ja. So sieht unser Gesellenstück jetzt aus. Pass wackelt und hat Luft, ja. Nicht ganz gerade die Schrauben, aber solange es hält. Außerdem ging es nicht mehr tiefer rein zu schrauben. Hallo Freunde der Kleinanzeigenmärkte. Aus gegebenem Anlass und weil es das Schicksal so will, haben wir ein Originalersatzteil für einen Citroën Jumper 230L Baujahr 1999 abzugeben. Ja, ist eigentlich super im Schuss, also ist noch quasi neuwertig bis auf eine Kleinigkeit, die das Ganze aber auch super interessant macht. Und wenn ihr auf Abenteuer steht, und zwar in der Form, ob ihr das Auto verlassen könnt oder nicht, dann haben wir genau das Richtige für euch. Da ist das gute Stück. Also, ich hatte ja schon erklärt, was damit ist. Wir sagen mal 4.000 Euro. Wer es haben möchte, wie immer Kommentar oder Nachricht an uns und wir leiten dann alles Nötige in die Wege. Wir sind gerade auf der Suche nach einem Schlafplatz für die Nacht und ich glaube, wir sind fündig geworden. Wir saßen eigentlich schon gemütlich auf der Couch und wollten so das Nachtlager antreten, als uns aufgefallen ist, dass es irgendwie komisch rot von draußen leuchtet. Und ja, wir haben einen Blick nach draußen geworfen und das hier gesehen. Wahnsinn, oder? Was ist das für ein krasser Himmel? Ja, ohne Sonnenuntergang ist auch ganz nett. Jod! Yeah! Also wir freuen uns sehr darüber, dass jetzt alle Tanks geleert und gefüllt sind. Denn jetzt geht es endlich weiter in Richtung Christiansand. Und dann nördlich von Christiansand soll eine schöne Holzbrücke sein. Den Namen habe ich vergessen, der war noch Tömmelrenner oder so. Also Lumberslide steht bei Google Maps. Schauen wir dann. Genau. Können wir euch dann erzählen, eventuell. Genau, und davor haben wir jetzt noch schön unsere Tanks geleert und Wasser aufgefüllt. Und das ist hier so cool in Norwegen, das zeigen wir euch mal. Mhm.
Die Norweger sind hier so wohnmobilfreundlich, das ist richtig krass. Es gibt hier so viele Entsorgungs- und Versorgungsstationen. Und das Beste ist, Wasser ist eigentlich meistens umsonst. Und also das ist jetzt eine richtig nagelneue Station, die ist nochmal richtig cool. Man kann hier sogar seine Hände waschen. Wir hatten einen Bodeneinlass und eine Chemie-WC-Entleerung und alles for free. Und so viele Stationen. Also das ist wirklich. Und Restmüll kann man auch noch hier entsorgen. Auch. Danke, Norwegen. Na, Schnuggi, nimmst du mich mit? Ja, ich steige ein. Wir haben ein bisschen für euch recherchiert und wissen jetzt, wie die Brücke heißt. Genau. Tömmerrenne lese ich da. Sehr gut, ja. Genau, jetzt wisst ihr Bescheid und wir gehen jetzt mal gucken, was es da so zu sehen gibt. Genau. So, das ist die Rinne und die hatte den Zweck früher anscheinend, dass im Wald da hinten, also irgendwo in den Wäldern, die Hölzer gehackt wurden und dann sind die hier reingekommen in die Rinne und sind dann zum Fluss befördert worden. Ja, dann, aber wie die befördert wurden, ob da jetzt hier Wasser in der Rinne war oder was? Ich gehe mal davon aus, Flößen, ja. Kann ja sein, dass das ja, hier das so stimmt, viel. Ja, praktisch und jetzt kann man drin rumlaufen und wandern. Das tun wir jetzt mal. Auf geht's. Jo. Neuer Tag, neues Glück. Genau. Gestern waren wir ja an der Tömmerrenner, die sehr zu empfehlen ist. Mhm. Hat echt richtig Spaß gemacht, da diese Rinne auf und ab zu laufen. Also 4 Kilometer geht die Wanderung ja. Und ja, war mega cool. Ja, also von der Landschaft her auch kann man echt nur empfehlen für einen Tagesausflug. Mhm. Genau, aber dann sind wir weiter über die E39 hier in die Skrelia. Da sind wir gerade. Das ist so ein Wandergebiet in Norwegen. Und da wollen wir jetzt wandern. Genau, auf geht's. Ich weiß nicht, ob man es gleich erkennen kann, aber ganz da hinten sieht man das Meer von hier aus. Da hinten. Hier auf 12.000 Meter haben wir jetzt kurz unser Basislager aufgeschlagen. Und jetzt geht's weiter, wenn Autsch. Schuhe es zulassen. Ich glaube, ich habe da einen Stein im Strumpf. Ding, ding, Gedankenspurwechsel. Jetzt kommt mal eine Live-Frage, die mir gerade durch den Kopf geht. Lagen die Steine da wohl schon vorher oder hat sie da einer drunter gelegt? Ding, ding. Zurück bei Jean, dem Hühnerschrecke. Jetzt gibt es erstmal einen Kaffee. Yes.